Tatsächlich. Da steht sie. Hast du denn nicht gesagt, dass Schluss ist? Na klar habe ich das. Aber die Weiber kommen eben nicht so schnell los von mir. Au! Du brutaler Hund! Benimm dich doch! Schämst du dich? Das hast du doch gar nicht nötig. Deine Schenkel sind doch einmal. Na, na. Mensch, hast du Ohren. Dein Kopf sieht aus wie eine Tasse mit zwei Henkeln. Ja. Was soll ich ihr denn jetzt sagen? Dass sie mich in Ruhe lassen soll. Dein Bruder ist versorgt. Und Hugo kannst du einen schönen Gruß sagen. Wir sind jetzt auf dem Jahrmarkt. Auf dem Jahrmarkt? Was macht er da? Die Hand aufhalten, fürs Trinkgeld. Und den Weibern unter die Röcke gucken. Kommt er nicht? Nein. Warum denn nicht? Was hat er denn gesagt? Er kann nicht. Er hat Besuch. Verstehe. Er will nicht. Heute nicht. Du sollst mal wieder vorbeikommen. Und er lässt dich grüßen. Er hat mir 2 Mark geschenkt. Er verdient jetzt einen Haufen Geld. Er arbeitet nämlich auf dem Jahrmarkt. Auf dem Jahrmarkt? Du bist sehr vernünftig, Albert. Mit dir kann man schon richtig sprechen. Edeltraut? Ja. Wo habt ihr euch eigentlich immer getroffen? Ich meine, man hat euch doch nie zusammen gesehen. Ja, da ist keiner dahinter gekommen. Ich habe ihm alles gesagt, er weiß Bescheid. Ich habe ihm gesagt, die Kleine macht das sonst nicht für Geld, aber sie braucht was zum Anziehen, aber was Gutes. Muss ich mit dem viel reden? Ach wo, du wirst sehen, der ist wie ein Vater zu dir. Am besten machst du auf schüchtern, genier dich ein bisschen, das hat er gern. Da drüben wohnt er. Du hör mal, das Kleid musst du mir heute Abend zurückbringen. Ich brauche es morgen. Wer ist da? Wir sind's. 3. Stock rechts. Und noch was. Sag sie zu ihm, das macht ihn ganz verrückt.